Chaostage in der SPD. Spätestens jetzt sollte die Partei über eine Gruppentherapie nachdenken. Guten Abend und willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg. Von Mr. 100% auf Null. Das Tempo, mit dem sich Martin Schulz in diesen Tagen selbst zerlegt hat, dürfte auch seinen schärfsten Kritiker, Juso-Chef Kevin Kühnert, überrascht haben. Von seinem eigentlichen Ziel wird das Kühnert wohl nicht abbringen. Der Anführer der jungen Wilden will seine geliebte Sozialdemokratie vor dem drohenden Beischlaf mit Merkel und Seehofer bewahren. Die Große Koalition aus seiner Sicht einfach nur großer Mist. Marie Groß und Roman Leberger über die Wut Mitglieder der SPD und ihren neuen Hoffnungsträger. Es sind die Tage, in denen ein Politikstudent die große Politik aufmischt. Wir sind unterwegs mit Kevin Kühnert, dem Shootingstar der SPD. Am Freitag startet er offiziell seine No-GroKo-Tour. Seine Mission, eine Mehrheit gegen Schwarz-Rot beim anstehenden SPD-Mitgliederentscheid. Damit könnte er sogar die Kanzlerin stürzen. Kühnert will den radikalen Umbruch. Der Erneuerungsbedarf in dieser Partei ist so tiefgreifend, dass ich zwar verstehen kann, dass hin und wieder die Hoffnung aufkommt, man könne das mit einem einzelnen Personalwechsel irgendwo erledigen. Aber das ist einfach naiv. So einfach ist das nicht, sondern das steckt irre tief drin in unseren Strukturen, in unseren Inhalten, in unserem Personal. Und einer alleine wird das nicht machen können. Die Chaoszentrale der SPD in Berlin zwei Tage zuvor. Es gibt an diesem Mittwoch Momente, in denen Kühnerts Jungsozialisten wieder glaubwürdigere Flügel der SPD wirken. Das Geschacher um Posten ist in vollem Gange. Parteichef Martin Schulz will plötzlich doch Außenminister unter Angela Merkel werden. Schlechter Stil, twittert Kühnert und greift damit den Diplomaten ins B offen an. Roman Leberger von Spiegel TV, Sie wollen jetzt Außenminister werden, obwohl Sie gesagt haben, dass Sie eigentlich nie unter Frau Merkel dienen wollen. Herr Kühnert wirft der Führung deswegen schlechten politischen Stil vor. Was sagen Sie denn dazu? Ich habe ihn gerade getroffen, den Herrn Kühnert, also hat er mir nichts von gesagt. Ich frage ihn aber nochmal. Hat er getwittert? Ja, ich hatte jetzt heute noch, ich bin, glaube ich, seit 32 Stunden nicht im Bett gewesen. Ich habe jetzt, ich gucke mir nachher die Tweets da an. Sein Wortbruch wird Schulz noch zum Verhängnis werden. Zwei Etagen höher studiert der Anti-Schulz das GroKo-Verhandlungsergebnis. Das ist der Koalitionsvertrag in der Schlussfassung jetzt. Den habe ich vorhin schon mal ein bisschen überflogen und da, wo es wirklich wichtig war, schon mal reingelesen vor der Parteivorstandssitzung. Hat aber nicht gereicht, um alles zu lesen. Sind ja immerhin fast 180 Seiten geworden. Und es kommt halt fast 1000-mal das Wort wollen drin vor. Das mag für einige nur eine Kleinigkeit sein, aber in politischen Papieren heißt halt immer wollen, ist unklar, ob es wirklich kommt. Nur wenn da werden drin steht, dann gibt es auch sowas wie eine politische Verpflichtung. Und insofern fühlen wir uns ein bisschen bestätigt, dass das eher so ein Weiter-so ist und dass die eigentlich wirklich wichtigen Entscheidungen, dass die erst später getroffen werden. Freitagvormittag, Tourauftakt für den Juso-Chef in Sachsen. Von Dresden aus soll es mit dem Auto zur SPD in Pirna gehen. Seit Kühnerts Mobilmachung verzeichnet die Partei fast 25.000 Neumitglieder. Ein zarter Hoffnungsschimmer für die Basis. Wie viel Zuwachs haben Sie? Mein Ortsverein in Dresden-Pieschen ist von 58 auf 87 Mitglieder gewachsen. So binnen 3 Wochen. Wegen der Kampagne von Herrn Kühnert? Unter anderem wahrscheinlich. Sicherlich auch ein paar Leute sind auch einfach so beigetreten. Aber ich gehe schon davon aus, dass er da auch seinen Anteil dran hatte. In Pirna steht eine Debatte im örtlichen Bürgerbüro an. Von der Größe einer Volkspartei ist man hier so weit entfernt wie Martin Schulz vom Kanzleramt. Stärkste Kraft ist hier die AfD. Für den Bedeutungsverlust der einst so stolzen Partei hat man aber längst einen Schuldigen gefunden. Herrn Schulz, unter vier Augen würde ich ihn anders bezeichnen. Ne? Das ist ein Lügner. Er hat uns belogen. Ne? Und dann, danke. An der Basis brodelt's. Kühnerts Pläne für eine Kehrtwende der Sozis kommen in Pirna gut an. Mitten im Vortrag neue Nachrichten aus der Parteizentrale. Oder können Sie das auch erwarten, wenn Sie irgendwo an der deutsch-tschechischen Grenze leben? Herr Kühnert, darf ich einmal kurz reingrätschen? Hier kommt gerade die Einmeldung, dass Schulz auf sein Amt als Außenminister verzichten will. Was sagen Sie dazu? Ja, erhöht das die Chance für GroKo oder eher nicht? Steht offenbar. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt halt so. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Jetzt wird der Geist ist ja aus der Flasche.
Jetzt wird die Debatte über eine andere Person dann danach losgehen. Macht es jetzt wieder Sigmar Gabriel oder macht es nicht Sigmar Gabriel? Wirklich meine ganz inständige Bitte einfach nur an alle Beteiligten, diese Personaldiskussion jetzt weiter sein zu lassen. Ich finde das ja toll, die öffentlichen Medien sagen, wir hätten keinen Grund als nur GroKo-Unterstützer dafür. Es wäre super, wir hätten die Ministerien. Deswegen einfach mal ein Dank an Sie, dass Sie diese Tour machen, um zu zeigen, wir haben doch Grund, gegen die Große Koalition zu sein. Auch 600 Kilometer weiter südwestlich rumort es im Parteivolk. Krisensitzung des SPD-Ortsvereins in Stuttgart-Degerloch. Die Geduld mit der Chaostruppe in Berlin neigt sich dem Ende. Die Enttäuschung ist bei vielen groß. Ich habe wirklich mal an ihn geglaubt und dachte, das ist ein echter Europäer. Aber mittlerweile frage ich mich, ob der an irgendeiner Theaterbühne besser aufgehoben wäre. Ich kann immer nicht so ganz nachvollziehen, was damit eigentlich genau gemeint ist, Glaubwürdigkeit. Auch wie, wenn jetzt von Wortbruch oder sowas die Rede ist. Geh da raus, red mit den Leuten, die fetzen dir diese Pseudo-Argumente um die Ohren. Wir müssen die Glaubwürdigkeit wirklich wiedergewinnen. Zuletzt lag die SPD im Ländle bei 12%, wie die AfD. Am Nachbartisch ist man sich bei der Analyse einig. Peinliches Trauerspiel. So viel Verdummung, wie uns da angeboten wird, geht auf keine Kuhhaut. Als SPD ist bei mir total down. Eine Volkspartei, der so langsam das Volk abhanden kommt. Erneuerung scheint nötig. Hoffnung macht da inzwischen nur noch der Nachwuchs. Ich habe eine ganz wirklich echt hohe Achtung, vor Kevin Kühnert, gell, weil er als Juso-Vorsitzender seine Position ganz klar vertritt. Und vor allen Dingen hat er in der Sache mit praktisch allem, was er sagt, recht, gell, soweit es die Partei betrifft als solche. Gell, da hat er zweifellos recht. Gell. Opposition ist Mist, hat ein großer Sozialdemokrat mal gesagt. Für Kevin Kühnert Schnee von gestern. Wir sind zurück in Sachsen auf der No-GroKo-Tour. 24 Mal wird der Juso-Mann noch bis Ende Februar auftreten. Zum Wohle der Partei, wie er sagt. Es gibt eine ganze Generation, also Leute, die 25 oder so sind heute, die kennen nichts anderes als Angela Merkel als Kanzlerin und gefühlt die ganze Zeit die SPD als Juniorpartner. Und da muss man auch psychologisch aufpassen, dass nicht irgendwann der Eindruck entsteht, die SPD sei gar keine Partei mehr, die den Anspruch eigentlich auch stellt, Führungsverantwortung zu übernehmen, sondern sie ist nur die Partei, die dafür sorgt, dass es mit der Union nicht ganz so schlimm wird, wie es sonst eigentlich käme. Nächster Halt, eine Podiumsdiskussion im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Das Interesse ist riesig, die Stimmung irgendwo zwischen wohlgesonnen und aufmüpfig. Wir sollten vielleicht auch einen Schwung Motivation mitnehmen aus den 25.000 Leuten, die jetzt innerhalb von 3 Wochen in diese Partei eingetreten sind. Nicht in eine neue Bewegung oder eine Partei, die gerade kurz vor der absoluten Mehrheit steht. Dazu kann ich dir gerne was sagen, wenn du mich kurz lässt. Wir haben diese Erfahrung ja schon mal vor 4 Jahren gemacht. Damals gab es auch einen Mitgliederentscheid in der SPD. Da sind nicht ganz so viele eingetreten, das waren 6.000 bis 7.000. Und wir können ja in unserem Mitgliederverzeichnis ganz gut nachvollziehen, wer von denen, die genau zu diesem Zeitpunkt eingetreten ist, heute noch an Bord ist. Das sind 90%. Da spricht der Kühnert. Kennen Sie ihn? Was ist das? Ach, der Kühnert, der von der Juso? Ach, deshalb. Ja, das ist ja interessant. Na klar ist das kein SPD-Programm. Was halten Sie von ihm? Ganz toll. Toller Mann. Warum? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass er die GroKo abwählt. Sind Sie auch dagegen? Ja. Bis Anfang März sollen alle SPD-Mitglieder per Brief über die GroKo abstimmen. So lange will Kühnert kämpfen. Weiter geht's am Dienstag in Berlin.